Hallo Naturfreunde, da oben am Waldrand ist gerade der Fuchs in der Hecke verschwunden. Ich befinde mich wieder im geliebten Solling hier an Wiesen, bin von da hinten gekommen, den Forstweg entlang gelaufen und habe da hinten auch schon zwei Rehe gesehen. Allerdings waren die von einigen Bäumen verdeckt. Dann bin ich weitergelaufen und habe da oben den Fuchs gesehen, habe hier den Bach gequert und mich hinter diesem Baum hier versteckt. Und dann ist er ein paar Sekunden später da in der Hecke verschwunden, der Fuchs. Der hat mich nicht gesehen und leider konnte ich ihn dann nur ein paar Sekunden filmen. Ich bin hier letztes Jahr schon lang gelaufen und dachte mir, Mensch, hier sind doch bestimmt viele Wehtiere, hier müsste man mal ansitzen. Genau das werde ich jetzt auch machen, habe meinen Hocker dabei, werde mich hier zwischen den Bäumen ein bisschen hinsetzen, vielleicht für ein Stündchen. Es ist 4 Uhr nachmittags, in 2 Stunden wird es hier zappenduster. Vor einer Stunde war hier noch bestes Wetter, schöner Sonnenschein. Jetzt sind leider Wolken aufgezogen, also ziemlich dunkel. Das heißt, ich kann da nicht so lange machen hier mit der R10 und dem RF 100-400. Wenn ich hier sitze, dann kann ich die Felder in die Richtung überblicken und wie gesagt, da hinten am Rand, da waren die beiden Rehe und ich kann auch in diese Richtung hier schauen. Da sind noch mehr Felder. Na gut, also ich baue jetzt mal den Hocker auf und setze mich da hin. Leute, ich habe gerade meinen ersten wilden Luchs in freier Wildbahn gesichtet und filmen können. Da oben ist er durch den Wald gestreift am Waldrand. Ich dachte zuerst, es war ein Fuchs. Ich konnte ihn nicht so genau sehen, hatte mich aber gewundert, dass er so ganz langsam und vorsichtig und gleichmäßig in einer gleichmäßigen Geschwindigkeit durch den Wald gezogen ist. Füchse machen sowas eigentlich nicht. Die sind viel launischer und mal schneller, langsamer, halten an, schnüffeln. Also ganz anders als Katzen. Ich war noch weiter da unten, hab nicht lange angesessen, war mir zu windig da oben und hatte irgendwie ein schlechtes Gefühl, dass ich den Fuchs nicht wieder sehen werde. Also Stuhl wieder eingepackt und hier ein bisschen tiefer in den Wald gekommen. Jetzt ist er gerade da lang gezogen. So ein langer Schwanz, auf jeden Fall ein Luchs. Ich kann mein Glück nicht fassen. So lange habe ich davon geträumt, mal einen Wolf oder einen Luchs in freier Wildbahn beobachten, sehen zu können, sichten zu können. Und jetzt konnte ich ihn wirklich eine Minute mindestens sehen, wie er da lang gestreift ist. Leider natürlich von Bäumen und Totholz verdeckt und Sträuchern. Man konnte ihn nur zwischendurch den ganzen Körper sehen und auch ziemlich weit weg. Egal. Mega cool.
Was für ein Glück, Leute. Was für ein Glück. Ich kann es immer noch nicht fassen. Bin hier den Forstweg lang gelaufen und hatte den Luchs oder vermeintlich Fuchs, da hatte ich ihn noch nicht erkannt, da hinten über den Weg laufen sehen. Ja, 100 Meter vielleicht, nicht ganz. Und dann habe ich sofort geschaltet und bin hier über das Gestrüpp gelaufen, weil ich nämlich wusste, dass er auf der anderen Seite der Heckenreihe hier dann wieder zum Vorschein kommen wird und dass ich dann am besten natürlich auch auf der Seite sein werde, sonst sehe ich ihn nicht mehr wieder. Also bin ich hier schnell durchgehuscht, habe natürlich laute Geräusche gemacht und wenn ich hier nicht im Gegenwind gewesen wäre, dann wäre der Luchs mit Sicherheit auch über alle Berge gewesen. So konnte ich dann noch ein paar Schritte in die Richtung gehen, habe mich hingehockt. Und dann ist er da langsam lang geschlichen. Magisch. Wie ein Geist ist er da wirklich total, komplett lautlos da lang gegangen. Ich glaube, er hat noch am Anfang eine Duftmarke gesetzt und dann weiter durch den Wald. Und jetzt ist er irgendwo da hinten. Ich gehe nicht mehr davon aus, dass ich den wiedersehe. Magisch. Fantastisch. Mein erster wilder Luchs in freier Wildbahn. Offen gesagt hat es ein paar Sekunden gedauert, bis ich mir sicher war, dass es ein Luchs war. Als er noch den Weg gequert hat, dachte ich, ein Marder, der sah so länglich aus und war so tief über dem Boden und der lange Schwanz und bräunlich sah das aus. Und dachte ich, wie gesagt, Marder zuerst. Und auf der anderen Seite der Hecke, als ich ihn dann noch mal gesehen habe, wie er durch den Wald gestreift ist, da ja, dachte ich kurz Luchs und es gibt ja auch Affen mit ganz, ganz langen Schwänzen, die sind mir irgendwie kurz durch den Kopf gegangen und ich glaube Marsupilami ist mir auch kurz im Kopf rumgegeistert. Hat halt einen super langen Schwanz und ich habe wirklich noch nie einen Luchs vorher, einen wilden Luchs in freier Wildbahn gesehen und sehe sie halt auch sehr selten nur in Wildgehegen. Ja, und dann dachte ich wirklich, nein, das kann doch kein Luchs sein. Und dann dachte ich aber, dieser lange Schwanz, das muss ein Luchs sein. Also nichts hat doch sonst so einen langen Schwanz. Ja, und dann wirklich, wie gesagt, ein paar Sekunden, bis ich gerafft habe, das muss ein Luchs sein. Ich weiß auch total wenig über Luchse. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob das ein männlicher oder weiblicher Luchs war. Weiß auch nicht, ob man das überhaupt leicht bestimmen kann. Bei Katzen geht das ja ziemlich schwer, glaube ich. Auf jeden Fall faszinierend. Genial, absolut genial. Ja, ich muss sagen, sage ich immer wieder, es ist
einer meiner absoluten Lieblingsbeschäftigungen, durch den Wald zu pirschen. Na gut, das war's. Macht's gut und bis nächstes Mal. Tschüss.